Ja, hier ist ein Himmelfahrtskommando, das nehmen wir gerade mal mit, 28 Meter oder sowas. Schauen wir mal. Ja, das Kommando liegt da unten im Wasser und ist schon tot. Ich glaube, zwei waren es, oder? Gibt es was zu sammeln? Schießpulver und Tokotoko-Feder, okay. Ich dachte, das wäre schlimmer gewesen, war es aber wohl nicht. Gut, ich bin hier im Lager auch schon gewesen, habe da so ein paar Sachen angestoßen, dass das hier läuft, ne? Aber da ist noch nicht so allzu viel passiert. Das ist dann schon mal geklärt. Wir reisen gerade ins andere Lager nochmal. Dann sind wir hier. Spiegeleier sind fertig. Dann holen wir die dann mal gerade raus. Können gerade gucken, wie viel wir haben. Wir haben 25, das reicht. Das heißt, wir können die hier reinlegen. Brauchen wir nicht. Aber sieht erstmal alles gut hier aus. Hier wollte ich euch noch zeigen, dass ich die PAL-Verstärkung hier gemacht habe. Der hat noch 6 in Verteidigung gekriegt. Die Punkte sind jetzt hier aufgebraucht. Und was ich hier noch im Lager gemacht hatte, das ist da hinten zu sehen, wo jetzt gerade nichts zu sehen ist, weil dunkel. Hier habe ich noch ein Erzlager hingemacht, aber bis jetzt hat da noch keiner was abgebaut. Gut, das bedeutet, ich würde jetzt schlafen gehen. Ja, und dann gehen wir in Dungeon, den, wo der Drache steht. So, mit den Hühnern aufstehen, ne? Habt ihr gehört. So, das heißt, wir gehen auf Reise. Und zwar hier oben hin, weil da wollen wir die Sphären der Drachenschwingen machen. Mit unserem Robin Quill, so heißt der, ne? Dieser grüne Typi da. Asox hat Metallbahn 22 produziert. Ja, da habe ich das Metall ja eben drüber transportiert, ne? Und hier gerade einer. Das hörte sich so an, als ob hier. Ah. Ja, die Munition ist das Wichtigste bei denen, ne? Liegt noch was? Nein. Gut, Robin geht erstmal rein, oder? Und dann gehen wir hier rein. Schauen wir, was wir da machen können. Quivan. Holen wir den mal raus. Erster Schuss saß. Oh, da geht ganz schön was runter, ne? Aber was ganz nett wäre, wenn der mich nicht trifft und ich den vielleicht jetzt mal gerade einfangen könnte, oder? Warte mal, wie war das mit jetzt? Kriege ich den damit? Nein, damit kriege ich den nicht. Kriege ich den damit? Das sieht besser aus. Schaffe ich das? Das wäre cool. Ich habe ihn. Wow. Beim Kiwan als Riesen zu schlafen ist himmlisch gemütlich. Wenn du mal allerdings ein Exemplar mit unruhigem Schlaf erwischt, kommt man den Himmel näher, als einem lieb sein dürfte. Okay. Mehr Kraft als Verstand. Oh, da kann man so viele einsammeln. Na dann. So, da geht's raus. Wir haben jetzt dadurch keinen Loot gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt diese zwei besonderen Dinge standen. Vielleicht auch nicht, kann sein, ne? Das wäre natürlich schlecht gewesen. Schießpulver ist hier, aber doch da, Zündkerzen haben wir doch gekriegt. Oder antike Bauteile, dann hat es doch geklappt wohl. Gut, das heißt, wir sind hier fertig, können wir wieder rausgehen. Sehr schön. Ja, da oben dieser Besucher ein Naturschutzgebiet umfange Aegdria Terra ein und baue Brutkasten. Das habe ich alles noch nicht gemacht. Wo gehen wir hin? Ich denke mal, nach hier oben gucken wir mal noch ein bisschen weiter, ne? Das heißt, hier rechts um die Ecke.
Da ist ein Ei, das holen wir uns doch erstmal, oder? Ist da noch was zu sehen? Ah, da unten ist noch eine Statue. Komm, machen wir hier eine Zwischenlandung. Was ist das da für ein Ding? Fuddler. Habe ich schon mal einen Fuddler gehabt? Ich glaube nicht. Dann werden wir jetzt unseren ersten Fuddler holen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sphären wir von diesen guten haben. Aber vielleicht sollten wir die nicht nehmen, ne? Da ist noch ein Fuddler. Ah, leider zwei Schuss schon tot. Hier ist nichts. Sind dafür welche? Zwie. Ja, da hinten sind diese Toko Toko da. Und hier waren ja auch noch welche, ne? Aber das sind da gleich drei. Das ist mir zu gefährlich, weil die explodieren ja, ne? Hangui? Wer ist Hangui? Eiswindinsel, okay. Okay, da ist der nächste aufmerksam geworden. Dann hole ich mal ihn hier raus. Und wirkt das, wenn er jetzt explodiert? Ah, leider schon sofort kaputt. Dann machen wir hier gerade weiter. Auch kaputt. Ich glaube, ich muss ihn wieder rausholen, ne? Aber der macht die alle sofort kaputt, ne, oder? Ja. Das ist schade. Ja, komm, dann gehen wir da hin. Da sind ja vier Stück. Da hast du ordentlich Arbeit. Und da links die Schildkröte, die da läuft, die habe ich auch noch nicht. Und der hat schon weit geschossen, ne? Alter, nur ankratzen, nicht gleich kaputt machen. Jetzt die Frage, ob wir noch mehr finden, ne? Ich glaube nicht. Hier sind auf jeden Fall noch Fuddler. Der ist dann kaputt. Der ist dann auch kaputt. Was ist da hinten für ein... Warte, hier sind die Gockel hier. War das jetzt Friendly Fire, glaube ich, ne? Alle tot. Aber wir können hier was einsammeln. Da gibt es doch bestimmt Schießpulver. Gute Sachen. Habe ich die da hinten eigentlich eingesammelt? Ich glaube nicht, ne? Und bei dem war ich doch auch gar nicht hier. Hier gibt es bestimmt Leder oder was ist das? Ja, und was gibt es bei ihm hier? Erz und hochwertiges Palöl, okay. Und hier habe ich auch nicht gesammelt, oder? Goldmünzen, Pfeil und Silberschlüssel, okay. Ist das? Pistolenmunition, ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. Da ist eine Statue. Sehr schön, dann holen wir uns die doch, oder? Dann müssten wir 11 haben oder so, wenn das immer einer gibt, ne? So, gehen wir rüber nach da, oder? Hier ist ja nichts. Müssen wir da schwimmen oder geht das so? Weil schwimmen müssen wir aufpassen. Da war was mit Ausdauer, oder? Geht aber ganz langsam runter.
Schaffen wir also durch. Kriegen wir den da oben noch dann? Mal schauen. Ist da ein paar Seele da rechts? Ich glaube schon, ne? Ach, das ist ein Boss. Wirbelwind, okay. Jetzt kommt er ganz schnell mal angeflogen, ne? Ich muss mal gerade die Munition in Gelb ändern. Wenn ich ihn dann vielleicht kriegen könnte, wäre es ja auch nicht schlecht, ne? Sehr schön. Wie viel haben wir? Antike Bauteile. Oh, 6 Stück. Das ist natürlich richtig gut, ne? Springen wir mal hier hoch, weil das könnte dann vielleicht klappen, dass wir hier oben, wo sind die beiden, von hier oben schießen können und die treffen uns nicht. Jetzt wird es schwer, weil man nichts mehr sieht, aber hier ist eine Kiste. Goldmünz im Rot, kleine Palseelen. Ach, irgendwo war da letztens eine Palseele, die habe ich dann übersehen, ne? Das sind Wilderer, aber die sind jetzt eigentlich nicht mehr wichtig, oder? Karte. Kein Schnellreiter. Da oben ist er. Das heißt, ich muss genau in die andere Richtung.
So, ein Schnellreisepunkt freigeschaltet. Hier sehen wir jetzt gerade nichts. Aber es war schon wieder eine große Insel, ne? Und da hinten ist der Baum. Aber der ist nicht mehr weit weg, ne? Aber ich denke, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich gehe ins Lager, tue ein bisschen aufräumen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.